Wo lang? Oh, guck dir das an. Voll die Batterie übersehen hier. Oh, Alter, mir geht's gerade so die Pumpe, ey. Mann. Ah, hier haben wir noch eins. Wie viele haben wir denn bitte jetzt? Jetzt haben wir 3 Stück. Invite the War Rider. Was heißt Invite? Empfange, oder? Okay, hier ist eindeutig nichts mehr. Dann schieben wir mal das Ding zur Seite, damit wir hier raus können. Ja, sehr schön. Gleich 2 Stück. Hallo. Was ist das? Ah, nur ein Holzbalken. Okay. So ein verrückter Kerl, ich hasse den Kerl. Hey, mein Freund. Okay, mach zu. Halt das Ding fest und mach das. Okay, er läuft weg. Na super, jetzt bin ich wieder hier. Ey, Mann. Ich habe so gerade gesehen, wo ich das einsetzen muss, meine die Sicherung oder was auch immer. Wieder zur Seite. Okay, noch eine andere Möglichkeit, mich zu verstecken oder so. Fuck, was ist... Komischer Kerl da, komm, guck dir jetzt den Kerl an. Der läuft direkt auf mich. Hau ab, du Sack! Zack. Ich kann bald nicht mehr. Weißt du, wo ich bin? Nein. Sehr gut. Oh. Hau ab jetzt! So, und die... Was ist das denn? Was? Na toll. Der hat irgendwas in der Hand, was ich brauche. Der hatte irgendwas in der Hand, was ich brauche.
war denn das? Ich muss runter. Ich muss auf jeden Fall runter, weil da ist da diese Leiche runtergefallen. Hat irgendwas in der am Arm festgemacht. Leck mich doch am Arsch. Ich geh schon wieder in so einen Keller. Hallo? Oh, da nehmen wir das mal mit. Verdammt. So. Projekt Paperclip. Joint Intelligence Object Agency Dokument Nummer 8. Dokument Nummer 8 von 186 bla bla Auszug Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Ah, Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Fuck! Jabba! Ich hab's erst voll zu spät gesehen, dass er ein scheiß Messer hat. Oh Mann, du bist doch... Boah, du Drecks. Wo bin ich jetzt? Gut, ich muss auf jeden Fall runter. Das ist eins, was sicher ist. Scheiß Tor auf, ey. So. Ja, aber... Hä? Ich dachte, ich muss hier hin. Verdammt, wohin dann? Hm. Bin ein bisschen überfragt jetzt. Oder ist... Ah! Ja, genau! Du hast einen Schlüssel für den zweiten Stock aufgenommen. Okay. Ah! Du Kranker! Ah! Woo! Oh Gott! Ich die Tür zu schließen. Was ist los, ha? Und vorbei an dir, du Sackgesicht. Und wieder hier rein. Komm her. Woo! Bam, du Sack. Ah, fuck. Dumm. Dumm, würde ich sagen. Sehr gut. So. Ich kann wahrscheinlich jetzt das öffnen hier. Immer noch nicht. Danke. Oder das? Jawohl! Jetzt wollen wir alle Kerle an die Wäsche, gell? Das ist abartig. Schaffst du das? Ah! Follow the blood. Folge der Blutspur. Okay. So. So. Was ist das? Einfach nur so ein Fotoapparat. Okay. Ah.
Gut. Was macht der? Hallo? Na. Leck mich doch am Arsch, Mann. Was zum Teufel war da? Oh Mann, Alter, ich will hier raus. Ich habe keine Lust mehr. Was ist das bitte für ein krankes Spiel? Hä, wo lang? Super. Brauche ich jetzt nicht. Ah ja, perfekt, okay. Achso. Das Ding ist gerade hier hochgeflogen, habt ihr es gesehen? Aber wohin? Ah, okay, da lang. Boah. Hallo. Wer ist da? Ich möchte ja nur raus. Ah, ein Dokument. Documents. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik. 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme hat. Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnt ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Ne, der Wallrider spielt ein bisschen an deinen Nippel und zieht dir die Milch raus. Komm ich jetzt daher? Ja, sieht so aus. Ich schlafe nicht! Warum verfolgst du mich? Geh mal da lang, wo der hergekommen ist. Hey, schon wieder ein Fotoapparat. Okay, anscheinend laufe ich richtig. Liegt hier irgendwas rum? Nein. Fuck, ey, was war das?